Heute ist das Thema Fasten, aber nicht irgendein Fasten, denn es geht um das intermittierende Fasten. Der entscheidende Vorteil von intermittierendem Fasten ist, dass man nicht einer Kalorienrestriktion unterliegt. Man konsumiert die gleiche Anzahl von Kalorien am Tag bzw. auf die Woche gerechnet, aber ändert nur die Frequenz der Mahlzeiten. Das heißt, dass man zwischen den Mahlzeiten sich länger Zeit lässt. Zunächst möchte ich euch sagen, wieso es auf wissenschaftlicher Ebene euch so viele Vorteile bietet, dies zu praktizieren und dass es euch einige Lebensjahre schenken wird am Ende eures Lebens. Und am Ende des Videos werde ich noch sagen, wie ich es praktiziere und warum ich es praktiziere. Eine randomisierte Studie aus der Zeitschrift für klinische Endokrinologie und Stoffwechsel veröffentlichte diese Studie mit Stoffwechselgestörten. Das Studiendesign sah wie folgt aus. Es wurden 63 Menschen randomisiert allokiert auf zwei Gruppen. Die eine praktizierten intermittierendes Fasten und die andere machte es eben nicht und aß ganz normal. Wichtig war hier, sie aßen nur an zwei Tagen weniger Kalorien. An den anderen Tagen sah es quasi wie folgt aus. Dort aßen sie quasi die Kalorien, die ihnen gefehlt haben an den beiden restriktierten Tagen, an denen sie quasi das intermittierendes Fasten betrieben haben. Ja? Das war nämlich sehr, sehr wichtig, denn dann haben sie quasi die gleiche Menge an Kalorien zu sich geführt und der einzige begrenzende Faktor, bzw. der ungleiche Faktor zwischen diesen beiden Gruppen war, dass die einen intermittiert haben und die anderen eben nicht. Aber der Effekt kann also nicht auf die kalorienrestriktierte Form zurückzuführen sein, sondern nur tatsächlich auf die Frequenz der Mahlzeiten. Das habe ich hier auch nochmal für euch visualisiert. Wir sehen hier an den freien Tagen, wo sie quasi nicht intermittiert haben, haben sie etwas mehr Kalorien zu sich geführt, habe ich hier mal für euch abgebildet. Zunächst schauen wir uns einmal das Leptin an, welches statistisch signifikant nach 8 Wochen gesunken ist in der Fastengruppe. Vorher und nachher und im Vergleich zu der Kontrollgruppe auch nochmal statistisch signifikant. Leptin ist ein Hormon, welches von Fettzellen abgesondert wird und einen Sättigungsreiz an dein Hirn weiterleitet. Das Entscheidende ist jenes, dass die meisten Menschen eine Resistenz manifestiert haben. Ja, entweder sie haben zu große Fettzellen, wichtig, nicht zu viele Fettzellen, denn Fettzellen teilen sich in der Regel nicht. Ja. Sie werden nur größer, ja, oder kleiner. Oder wir essen zu häufig, ja, dass unsere Zellen zu oft mit Leptin in Berührung kommen. Was passiert dann? Die Folge ist, dass unsere Zellen immer mehr brauchen, um noch sensitiv darauf zu reagieren, auf das Leptin. Und dementsprechend zu begreifen, dass sie eigentlich satt sind. Eine Resistenz hat sich gebildet und wir wissen trotz Leptinexposition gar nicht mehr, dass wir eigentlich schon satt sind und neigen dementsprechend zum Überessen. Was dann wieder dazu führt, dass wir noch leptinresistenter werden. Und ihr seht diesen Kreislauf. Daher ist dieser Faktor sehr entscheidend beim Fasten, denn er gibt uns wieder ein gesundes Sättigungsgefühl und hilft uns, unser Gewicht mit gesunden, also in einem gesunden Rahmen quasi einzupflegen. Schauen wir uns nun das zweite Hormon an, Adiponecetin. Es wird ebenfalls von den Fettzellen abgesondert und macht unsere Zellen insulinsensitiv. Insulin ist ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, welches dafür sorgt, dass der Zucker und das Protein aus dem Blut in die Zellen befördert wird, über sogenannte Bluttransportersysteme. Dort kann der Zucker erst zur Energiegewinnung herangezogen werden. Im Blut sorgt er für Osmose, was wir nicht wollen, und Sauerstoffradikale, die arterielle Funktion massiv einschränken und den Blutdruck dadurch steigen lassen. Daher ist es wichtig, dass die Zellen sehr insulinsensitiv sind, denn sind sie es nicht, verweilt der Zucker im Blut und führt zu jeder sich vorstellbaren Krankheit. Wir sehen, dass das Adiponecetin in der Fastengruppe nach 8 Wochen statistisch signifikant stieg, aber auch statistisch signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe und damit auch die Insulinsensitivität. Und das sind wirklich gute Eigenschaften, denn zu wenig führt ebenfalls zu Volkskrankheit Diabetes Typ 2, welches eine Insulinresistenz ist. Nicht zu verwechseln mit Diabetes Typ 1, welches eine Insulinmangelerkrankung ist. Zum Schluss schauen wir uns noch das MDA an. Es ist die Abkürzung für das Malondialdehyd. Das ist ein Molekül für oxidativen Stress im fettigen Kompartiment bei dir im Körper. Ein Marker dafür. Wir sehen hier in der Fastengruppe, konnte sich eine statistisch signifikante Senkung des oxidativen Stress manifestieren. Nicht hingegen
in der Kontrollgruppe, die dementsprechend gar nicht gefastet hat, beziehungsweise intermittiert gefastet hat. Das hängt damit zusammen, dass jedes Mal, wenn man Nahrung zu sich führt, auch die Mitochondrien, also unsere Kraftwerke, arbeiten müssen, die aber als Nebenprodukt Sauerstoffradikale produzieren. Im Fastenzustand produziert der Körper Antioxidantien, muss aber weniger puffern, da die Mitochondrien weniger arbeiten, da über einen längeren Zeitraum keine Nahrung zugeführt wird. Was ich euch noch zum Schluss zeigen möchte, und zwar ist das statistisch signifikante Nitrat im Blut in der Gruppe der intermittierenden Fastenden. Ja? Und das ist das ganz, ganz Schöne, dass dieses Nitrat gestiegen ist, diese Stickstoffverbindung. Doch was macht dieser Stickstoff dort eigentlich und diese Stickstoffverbindung, was hat es auf sich damit? Nitrat erfüllt physiologische Funktionen bei verschiedenen systemischen Aktivitäten, einschließlich der Senkung des Blutdrucks, der Hemmung der Thrombozytenaggregation, ja, das heißt der Gerinnung, ja, ganz wichtig auch hier Thrombosengefahren, ja, und der Gefäßentzündungswirkung, ja, Funktionen, die denen von Stickstoffmonoxid gleichkommen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Nitrat beugt ischämischen Herzerkrankungen vor, indem es den epikardialen Blutfluss durch Vasodilation, das heißt Gefäßbreitstellung, ja, erhöht, ne? Den Gefäßwiderstand dadurch dementsprechend verringert, ja, und den koronalen Stiel abschwächt und die Vorlast quasi reduziert. Es ist wichtig zu verstehen, unser Körper braucht Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen, das heißt Stickstoffmonoxid, ja, oder Nitrate, die er sonst nicht immer ausreichend selbst produzieren kann, ja, aus der Aminosäure L-Arginin. Dieses Stickstoffmonoxid verlässt die Blutbahn und wandert in die darunter liegende Muskulatur, in die glatte Muskulatur genauer zu sein, um sie zu relaxieren. Dadurch werden deine Arterien breitgestellt und der Blutdruck sowie dein Blutgefäßtonus quasi gesenkt und dein Herz entlastet. Genauer aktiviert ist das Enzym Guanylacyclase, ein schwieriges Wort, welches aus Guanosin Triphosphat, Guanosin Monophosphat macht, ja, mit der Abspaltung von Pyrosphosphat. Würde jetzt aber zu weit führen, nur damit ihr es schon mal gehört habt. Pumpt dein Herz ständig zu viel gegen eng Stickstoffmonoxiddefizitäre enge Blutgefäße an, verdickt es sich nach innen und kann noch weniger Blut in sich aufnehmen, sodass es noch schneller schlagen muss und ein Todeskreislauf quasi beginnt. Ihr seht ihn schon, ja. Ich möchte hier noch kurz etwas, in Anführungsstrichen, kausalisieren. In einer Goldstandardstudie, also randomisiert placebo-kontrolliert, wurde Kurkumin getestet, ja, gegen ein Placebo. In einer perfekten Reihenfolge, ja, dadurch stieg das Stickstoffmonoxid, ja, sank die Sauerstoffradikale und nahm die flussvermittelte Ausdehnung der Brachialarterie zu. Wir sehen hier quasi das Kurkumin, ja, oder auch das Fasten, wie ich gerade gesagt habe, führt immer in der Reihenfolge dazu mehr Stickstoffmonoxid, weniger Sauerstoffradikale und mehr Ausdehnung der Arterien und die Senkung dementsprechend dann auch des Blutdrucks. Ja. Übrigens akkumulierte sich liposomales Kurkumin in einer Studie, die wir selbst durchgeführt haben, 44 Mal mehr im Blut als herkömmliches Kurkumin. Daher lohnt es sich, einen Blick auf die liposomale Technologie meines Erachtens zu setzen, aber jetzt zurück zum Thema. Fassen wir mal zusammen. Durch intermittierendes Fasten konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass sich das hungerregulierende Hormon optimiert, sowie die Insulinsensitivität positiv beeinflusst wird und der oxidative Stress abnimmt in Form von MDA, Malondialdehyd. Des Weiteren führt es zum Anstieg der Stickoxide, die eine entscheidende Rolle spielen bei der Todesursache Nummer 1 weltweit. Und das sind ganz klar die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich handhabe es so. Ich nehme die erste Mahlzeit um 12 Uhr zu mir. Beeren, ja, mit Porridge von uns, von Purazell aus gekeimten Rohkost-Biosaaten, damit die Beeren nicht so sauer sind. Ja, und dann mit Sojajoghurt für ein bisschen Protein und Rohkakao und Hanfsamen, damit ich auch lange satt bleibe. Dann esse ich um 20 Uhr wieder, meistens gekeimte Hülsenfrüchte mit Gemüse und Salat noch dazu. Und um 24 Uhr gehe ich zu Bett. So faste ich ca. 16 Stunden und 8 Stunden zwischen den Mahlzeiten. Ich habe keinen Hunger mehr mittags, wie anfangs noch, da sich meine Hormone normalisiert haben. Wie oben schon gezeigt,
Ich bin produktiv, ja, denn mit dem Hunger ist man immer am produktivsten. Denn dein Körper wird dir helfen, quasi aktiv zu sein, damit du ja auf Nahrungssuche gehen kannst. Isst du was, hast du das Tagesziel erreicht und wirst dann dementsprechend müde. Denn der Erhalt der Artenvielfalt ist quasi schon gegeben, dadurch, dass du wieder genügend Nahrung in deinem Magen hast. Ja? Das nutze ich dementsprechend aus, dass ich immer aktiv bleibe, wenn ich ein bisschen Hunger habe. Aber so richtig Hunger habe ich auch nicht mehr, weil ich merke, das Hormonsystem hat sich schon deutlich angepasst und mir geht es deutlich besser. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit und Dankeschön für deine Aufmerksamkeit.